Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Omsi. Ich bin der Homa und ja, nachdem wir erfolgreich die erste Fahrt absolviert haben, werden wir heute auf der zweiten Fahrt ja, eine andere Linie fahren. Ihr habt gesehen, ich suche Personal und zwar suche ich Mechaniker und so weiter. Ziehen wir erstmal eine Dose, Mechaniker, ein Dispo und einen Busfahrer und die Dose, ja, und ein Facility Manager, würde ich sagen. So, da haben wir die Fahrt, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Wie gesagt, die Folgen habe ich am 15.12. aufgenommen. Ne, nicht wundern, wenn ihr mal einen Kommentar schreibt und sagt, ja, du gehst nicht auf meine Wünsche ein, wie auch immer. Jetzt haben wir auch ein paar mehr Fahrten. Ihr könnt auch Fahrten reservieren, Fahrten, die direkt verfügbar sind und so weiter. Bonustouren gibt spezielle EP. Das heißt Erfahrungspunkte auf Deutsch. Wenn ihr natürlich die reserviert, müsst ihr die auch fahren. Ansonsten Absagen und die müssen dann von einem anderen Busfahrer übernommen werden. Ganz wichtig. So, was nehmen wir denn für eine Strecke? Mal gucken. Ah, übrigens habe ich den 4 GB-Patch wieder installiert. Das heißt, es läuft jetzt auf jeden Fall flüssiger. Ne? Spiegel sind auch an. Steuerung funktioniert. Habe auch den Fehler gefunden. Also alles gut. Ne? Keine Panik. Diesmal läuft das. Ja. So, ich denke, wir fahren die Linie 109. Oder, mal gucken hier, noch Kurzläufer. Und so weiter und so fort. Mal gucken, ob wir daraus eine ganze Folge machen oder ob wir das splitten. Ich denke mal, ich splitte das. So dass wir von der nächsten Linie 2 Folgen machen. Und müssen wir mal schauen. Was nehmen wir denn jetzt? Am Sande. Ich glaube, wir nehmen die hier. U-Bahn auf Alsterdorf. Nach Rathaus Markt, Linie 109, Umlauf 55115, jo. So, ausgewählt haben wir es. Jetzt geht es dann in Richtung Bus und steigen ein. Klack, 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 klack. So, da steht er. Nach wie vor nur ein Bus. Ich werde aber den Fuhrpark dann erweitern. Wie gesagt, werde ein bisschen offline spielen und guck mal, dass wir da ein bisschen Geld reinspielen in die Kasse. So, da seht ihr immer den letzten Fahrer, Tankinhalt, 9,3 Kilometer beim letzten Mal, 49 Personen passen rein und so weiter und so fort. Schäden kann man dann auf Schäden überprüfen. Ich brauche erstmal die entsprechende Fortbildung. Mache ich dann auch mal bei Bedarf, spiele ich dann mal frei und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. So, dann ja, fahren wir los. Ja, so, dann starten wir mal den ganzen Kram. Wichtig, Alsterdorf auswählen. Linie 109. Wir fahren bis Rathausmarkt. Und starten wir das Ganze mal. So, ihr merkt schon, das startet viel, viel fixer. Liegt definitiv an den 4 GB-Patch. Gerade bei so performanten Karten oder bei Spielen, die nicht 64-Bit sind, würde ich den auf jeden Fall nehmen. Weil gerade beim Omsi ist es echt schwierig. Wenn es eine aktuelle Engine wäre, kein Ding. 64-Bit würde laufen wie ein Kätzchen hier mit meinen 32 GB RAM, aber ja, das läuft hier nicht so. Deswegen muss auch ich selbst, obwohl ich einen sehr performanten Rechner habe, ich habe immer noch nicht das Overlay ausgeschaltet, ja, muss ich das trotzdem Damage machen. So, dann machen wir den Bus mal soweit startklar.
So, Linie 109, 55115, da ist er. 21:04 Uhr geht's los. Zack, wir lösen wieder den Wagen ab. Jetzt stellen wir das mal ein. Diesmal schiebe ich auch die Karte des Busses rein, damit das auch vielleicht mal alles angezeigt wird. So, machen wir den Bus mal soweit startklar. Spiegel ist auch am Start. Alles gut. So, Module einstecken. Ja, beim letzten Mal vergessen. Vielleicht auch deswegen nicht die Fahrtanzeige. So, 15:06, wie immer. Kurz warten. Ja, wir bestätigen alles. Dienstnummer, Umlaufnummer 55115. Und siehe da, wir haben auch eine Zeitanzeige. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es jetzt vielleicht daran liegt, dass ich beim letzten Mal das nicht gemacht habe mit dem Modul, oder ob es daran lag, dass es eine ältere Strecke ist, die 109. Dass es in der Hauptdatei vielleicht falsch hinterlegt ist. So, dann schalten wir wieder alles ein hier. Heizung an. 13 Grad haben wir in der Bude. So, Licht an. Gucken wir mal. So, Lüfter an hier. Volle Pulle. So, 21:04 Uhr geht's los. Sind dann gegen 21:30 Uhr dann da. Ihr könnt die Zeit auch hier vorstellen, ne? Auch schön. Vorne die Busse mit den Anzeigen. Das ist unser schöner erster Bus, der Homa Verkehrsbetrieb oder Busbetriebe oder wie auch immer. Und jetzt haben wir einen kleinen Ruckler drin gehabt. So, wir stellen mal ein bisschen vor, damit die Busse vor uns verschwinden, weil das ist nämlich immer so ein, gerade hier Alsterdorfer Straße, immer so ein bisschen tricky. Ja, jetzt kommt wieder das typische Loading AI-Bild. Naja. So, jetzt haben wir nur noch einen Bus vor uns. Das ist auch ein aktueller Volvo. Dann fahren wir mal los. So, ab zur Stadt. Jetzt habe ich zu weit vorgedreht. Das ist natürlich toll. Fahren wir direkt wieder mit Verspätung los. So, da sind wir an der ersten Haltestelle. Und lassen wir die Leute mal rein. Hallo, Nabend. Hallo, guten Tag. Hallo. So, dann direkt los hier. Ohne weitere Verspätung. Vollgas. Ja, und er schaltet direkt auf grün. Links rum geht's. Und dann ab in die Hindenburgstraße. So, erster Halt. Hindenburgstraße. Einmal Großbereich 13, 1,90 zurück. Dankeschön.
Ja, wie gesagt, das hier ist erstmal die vorletzte Folge vor den Feiertagen. Also die Folge werdet ihr sehen am, lass mich nicht lügen, am, warte mal, Samstag kam der erste Teil des Busbetriebssimulators, am Montag kommt die erste Fahrt. Diese Folge seht ihr am Mittwoch und dann nochmal am Freitag. Dann der zweite Teil dieser Fahrt hier, also bis zum Rathausmarkt. Und dann gibt es jetzt wieder so in den 29. 30. rum neue Videos. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen offline spiele, damit zumindest die Kasse stimmt und wir alles bezahlen können. Muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme. Ja. Ne, Autobahn-Polizeisimulator läuft, glaube ich, bis zum. Mal gucken. Ich glaube, bis zum 23.12. oder bis einen Tag vor Weihnachten. Das einzige Video, was dann noch nach Weihnachten, also am ersten Weihnachtstag, erscheinen wird, ist Farmers Dynasty, der fünfte Teil der Videoreihe. Und ansonsten gibt es dann wieder neue Videos so ab dem 30.12. Vielleicht gibt es auch ein Silvester-Special. Muss mal schauen, inwieweit ich das zeitlich hinbekomme. Vielleicht produziere ich auch noch ein bisschen vor oder nehme ein anderes Spiel rein, was ich von unterwegs auf meinem nicht so starken Laptop zocken kann und euch dann vielleicht als Special irgendwie ja, präsentieren werde. Muss ich mal schauen. Ja, aber ihr wisst ja, Weihnachten und so, Familie, abschalten von der Arbeit, von der regulären Arbeit. Ich sag mal, sowas hier, Videos zu machen mit euch, macht mir super Spaß. Und deswegen. Ne? Aber ab und zu muss auch mal eine Pause sein. Da ist der Gegenläufer Richtung Alsterdorf. Ich sehe schon hier, man hätte hier mal einen langen Bus nehmen sollen. Aber naja, gut. Abend. Ja, eine Großbreitkarte, 10 Cent zurück. Ja, ordentlich Verspätung. Fast 2 Minuten. Auf wen wartet der da vorne? So, und weiter geht's. Mal gucken, nicht, dass der uns hier. Ne, er lässt uns durch. Sehr schön. So, Tohuwabohu. Winterhude Marktplatz. Jetzt gleich eine Links-Rechts-Kombination. Der Bahnhof ist dann dort auf der rechten Seite, kurz vor der Biege. So, bing macht's. Dann mal wieder Leute aussteigen. Irgendwie will das hier nicht heiß werden. Also mit den Heizungen in den Bussen, ne? Das ist immer ein Riesengraus. Bekomme ich nie richtig hin. Es sei denn, es ist eine Automatik drin. So wie dem Hamburger, in dem Bremener Bus. Da raffe ich das einfach Regler volle Pulle bei Kälte und dann gib ihm. Ich weiß nicht, ob ich hier die Schalter auf, an und ach, was weiß ich. Ne? Kriege ich irgendwie nicht gebacken. Keine Ahnung. Wenn der ein oder andere mal einen Tipp hat, ja, ich weiß, man kann auch in ein Handbuch gucken, aber ich probiere das lieber aus. Irgendwann habe ich es dann drauf und dann passt das schon.
Ne? Wie gesagt, wenn der ein oder andere vielleicht einen Tipp hat, wie man das Ganze ja ein bisschen besser hinbekommt, einfach einen Tipp als Kommentar unten mit rein zum Video oder schreibt mich an, wie auch immer. So, links geht's zur Elbbrücke, zu Bergedorf, rechts nach Eppendorf oder Eppdorf. Ja. Ja. Ja, was denn? Mecker, 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 steigt alle aus. Tschüss, macht's gut. So, Matratzen Concorde oder LFD oder wie es da heißt. Ja, die ist kaputt, junge Frau. Ja, bekommen Sie doch, bitteschön. Ja, Heizung ist immer kaputt. Apropos kaputt. In Bremen Nord funktionieren jetzt endlich die Lichter bei der Nachtfahrt. Das wird jetzt gefixt. Wie noch ein paar andere Dinge. Mal gucken, inwieweit ich da nochmal ein Video produziere. Erstmal Hauptfokus liegt jetzt hier wirklich bei OMSI auf dem Busbetriebssimulator. Und ja, zuckelt es wieder ein bisschen. Ich weiß nicht mit der Heizung hier, ich kriege das irgendwie nicht hin. Keine Ahnung. Ich glaube einfach zu blöde. Ja, DHL Express wieder hier unterwegs. Links Polizei, da der Gegenläufer, der Volvo. Einer meiner Lieblingsbusse, also wenn nicht der. Ich mag diesen Hybrid. Also ich glaube, das ist auch der nächste Bus, den wir uns hier holen. Es sei denn, ihr habt einen anderen Tipp, welchen Bus wir uns hier noch zulegen sollen für unser Busverkehrsbetrieb. Wie gesagt, wenn ihr da Tipps habt, da ist der. Richtung Bahnhof Altona. Der 25er war das. Joa. So, Sierichstraße. Ja, ist kalt, ich weiß. Hab schon alles auf volle Pulle gedreht hier. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, was ich hier drücken muss. Das ist für mich immer hier wie sagt man, hier wie ein Hochschulstudium oder brauche ich ein Studium für hier für den ganzen Kladderadatsch und so weiter. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal gucken. So, weiter geht's. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier an der nächsten Haltestelle mal einen Cut und die Weiterfahrt kommt dann am Freitag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, ein Abo oder einen Kommentar und bewerbt euch mal hier für unseren Busbetriebssimulator. Schreibt mir euer Nick, dann ergänze ich euch. Als Busfahrer, whatever. Und würde mich auf jeden Fall dort freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play OMSI. Und bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Und ja, bis zum nächsten Mal, sagt euer Homer. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye. Bye, bye. So rum. Mikro nicht aus. Und tschüss.